We're back now with the puzzling story of a massive kill of wildlife in the state of Arkansas. Birds falling out of the sky, the result of some sort of trauma, and fish found dead in the water. Thousands of them in separate incidents in the same state. They rained down on a small Arkansas town like a scene from a horror movie. Thousands of dead blackbirds on front lawns, and so many in the street, drivers could barely avoid them. Went out to get the paper, and I looked and I said, wait a minute, what is this? And there were birds all over. We probably had 14 or 15 just in the front yard. As many as 5,000 bird carcasses littered across a one-mile radius after dropping from the sky on New Year's Eve. I thought the mayor was messing with me when he called me. He got me up at 4 o'clock in the morning and told me he had birds falling out of the sky. Geez, what a way to start the new year, right? Yes, sir. Last year we started it with floods, and this year birds. What could have caused it? As the state veterinarian examined the birds today, theories have run the gamut, from their being hit by lightning or high-altitude hail to being spooked to death by New Year's Eve fireworks. It really is like something out of a horror film. Every yard in the area looks a lot like this one. Dozens of birds litter the ground, and the scariest part is no one knows how they got here. Everybody's kind of amazed at this happening. Most of the animals are red-winged blackbirds, like this one. And they're not just on lawns. We found so many of them on some roads that it was difficult to drive without crushing one. The dead drumfish are now littering a 20-mile section of the Arkansas River near Ozark. And adding to the mystery, a massive fish kill also here in Arkansas, just one day earlier. As many as 100,000 drumfish dead along a 20-mile stretch of the Arkansas River. It's 100 miles from the dead birds, but the internet was ripe with conspiracy theories. One Twitter user writing, 5,000 dead birds, now 100,000 dead fish. Definitely an alien invasion happening in Arkansas. The experts call it coincidence. Extremely unusual. Having two events like this at practically the same time. We don't think that there's any connection whatsoever. Too alarming. Some have called biblical type events that have many residents wondering what's next. Back now to our top story, a terrible mystery gripping the world right now. Birds, fish, and all kinds of creatures just dropping dead in huge numbers for what seems like no reason. Just in the last 2 weeks, the theories and speculation running rampant. Hundreds of dead seals in Labrador. These seals washed up around Hopedale. There are similar reports from other communities. No one knows why these animals died. Bruce County Humane Society is investigating the death of 200 cows. The cattle were discovered on a farm field on 4th Street in Amherst. Today, the bodies were taken out in semi-loads to be disposed of. The Portage County Sheriff's Department says the animals died. They've occurred suddenly with devastating results. A series of huge fish kills, the latest involving 2 million fish in Maryland. On Kent Island, Maryland, along the Chesapeake Bay. Wildlife officials say roughly 2 million of one particular species died very suddenly. But this came at about the same time that thousands of birds died suddenly in Arkansas and Louisiana, and millions of fish were killed in separate incidents from Arkansas to South America to the South Pacific. This is all a sign of the apocalypse. Authorities in northern Italy say more than 1,000 turtle doves have dropped dead over the past 5 days. It's the latest in a series of unexplained sudden death incidents affecting creatures in the sky and underwater. The events have sparked a media frenzy, with doomsday speculators saying it hails the end of the world. 8,000 dead turtle doves in Italy, hundreds of birds dead in Rockwell, Texas, 500 red-winged blackbirds in Louisiana, 100 birds in Sweden, 3,000 dead red-winged blackbirds in Arkansas, several hundred dead in Kentucky. On the fish, several hundred snapper fish in New Zealand, thousands of dead fish in Florida, 40,000 devil crabs in the UK, 80,000 drum fish in Arkansas, 2 million spotted croakers in Maryland in the last 2 weeks. Well, thousands of fish are dead at the mouth of a shipping channel, as well as a dead whale that was reported in Venice today. The species include crabs, stingrays, eel, drum, speckled trout, and redfish. In the UK, 40,000 velvet crabs littered the coast. Brazil, 100 tons of lifeless fish floated.
And in Sweden, jackdaws fell in the dead of the night. Across the world, the bizarre phenomena of creatures raining down or washing up on shore has mystified scientists. The video you're about to see is not a gravel road. Those are the dead fish. This footage that was taken recently was in Rio de Janeiro, I believe, or Santa Cruz, South America. I'm not exactly sure what's happening, but all over the world things are changing. We're talking about environmentally, the weather-related changes may have an effect. Look at all these dead animals, these dead fish. This is in Bolivia, South America. Alligators dead everywhere. Whatever was in the water is coming up dead. This is happening all over the place. It's happening in the United States. It's happening in South America. What is going on? I've got footage of other things happening in the Middle East on some of the beaches where there's just millions and millions of seashells that are just washing up. The dead animals that live within the shells are somehow just washing up on shore. All you see is an ocean of just dead. 200 dead cows in Wisconsin and 7,000 dead buffalo in Vietnam. What is happening? I think the media is, by and large, not blowing it out of proportion. They're actually underestimating how serious it is. Mal den Müll raus. Eine harmlose, okay, für manchen auch eine nervige Bitte. Früher war es aber auch einfacher. Tonne auf, Müll rein, fertig. Wie gesagt, früher war es einfacher, übrigens auch mit dem Atommüll. Bring doch mal den Müll raus. Das bedeutete damals in den 60er Jahren rauf aufs Schiff und rein ins Meer. Das war's. Heute wissen wir, dass dies, lassen Sie es mich so sagen, keine sachgerechte Entsorgung war. Aber tausende Fässer, gefüllt mit Atommüll, liegen jetzt auf dem Meeresboden und verrosten. Und so ganz langsam tauchen erste Fragen auf, ob das nicht vielleicht gefährlich sein könnte, wenn hochgiftiges Plutonium über den Fischfang auf unseren Tellern landet. Thomas Reuter mit den Details. Ein Fass auf dem Meeresgrund, versunken vor Jahrzehnten. Der Inhalt Atommüll. Mehr als 200.000 Atommüllfässer verrosten vor den Küsten Europas. Eine Zeitbombe? Die internationale Versenkung von Atommüll, Deutschland hatte sie angestoßen. Das beweist dieser amtliche Vermerk. Danach findet auf Anregung eines Referats im Bundesforschungsministerium die erste internationale Versenkungsaktion statt. Deutschland, England, Frankreich, Belgien und die Niederlande sammeln mehr als 10.000 Tonnen Atommüll. Die strahlende Fracht wird die Topaz 1967 ins Meer werfen. 400 Kilometer vor der portugiesischen Küste, tausende Meter tief. Die von Deutschland angeregte Probeversenkung macht Schule. Es folgen weitere internationale Verklappungen. Insgesamt verschwinden mehr als 114.000 Tonnen schwach- und mittelradioaktive Abfälle in der Versenkung. Zehnmal mehr Radioaktivität als im Schacht Asse. Jahrzehntelang weiß die Öffentlichkeit nichts davon. Erst in den 80er Jahren macht Greenpeace mit spektakulären Aktionen auf das Problem aufmerksam. In einem der Schlauchboote saß der Greenpeace-Aktivist Harald Zindler. Gesehen haben, dass wieder ein Schlauchboot getroffen wurde und daraufhin wurde die Aktion abgebrochen, das war zu gefährlich und die Leute hätten auch dann leicht verletzt oder getötet werden können. Das war 1981. Ein Jahr später hörte das Versenken auf. Seit 1995 ist es weltweit verboten. Aber was wurde aus dem Atommüll auf dem Meeresgrund? Erhöhte Konzentrationen von Plutonium-238 in den Versenkungsgebieten deuten auf Lecks in den Fässern hin.
Diese Aufnahmen machte Greenpeace im Jahr 2000 im Ärmelkanal. Durchgerostete, aufgebrochene Fässer. Ein nukleares Endlager im Meer. 28.500 Fässer radioaktiver Abfall liegen alleine hier. Welche Gefahr geht von diesen Fässern aus? In einem Versenkungsgebiet im Atlantik haben Forscher in Fischen aus 5000 Metern Tiefe Plutonium entdeckt. Millionstel Gramm davon sind im menschlichen Körper tödlich. Kann das Plutonium über die Nahrungskette in unser Essen kommen, sich in Fischen anreichern, die gar nicht in der Tiefsee gefangen wurden? Vor Europas Küsten liegt eine gigantische Atommülldeponie. Aber seit fast 12 Jahren gibt es keine Messergebnisse mehr aus den Versenkungsgebieten. Dabei wird dort intensiv Fisch gefangen. Zum Beispiel Makrelen. Auch für die deutschen Märkte. Doch das Plutonium wird in unsere Fische gelangen. Es ist eine Frage der Zeit. A nuclear lecturer says the low levels of radioactivity found in tuna caught near San Diego can produce a small increase in cancer risks. Daniel Hirsch, a lecturer on nuclear policy at the University of California, is concerned about the radioactive tuna caught in August last year that reportedly swam from Japan. So the concern is that not any individual person eating one tuna is going to have a problem, but that over large numbers of people, the small increase in radiation will produce a small increase in cancer risks. Researchers believe the fishes left Japanese waters about a month after the meltdown at the Fukushima nuclear power plant. The discovery has alarmed many people like Hirsch, but he says there is no easy solution either. The fundamental lesson is to never let this happen again. We cannot live in a world that we're so dependent upon and continue to have events that release vast amounts of radioactivity into that environment. It comes back to us. Most of the radiation was released over a few days in April 2011 after the incident. Unlike some other compounds, radioactive cesium does not quickly sink to the sea bottom, but remains dispersed in the water. Fishes can swim right through it, ingesting it through their gills. Sophia Su, Reuters. Reden wir darüber. Seit sie existiert, vermittelt die Atomindustrie das Gefühl, im Trüben zu schwimmen. Ihre Erklärungsbemühungen reichen nicht, die Bevölkerung zu beruhigen. Kürzlich ergab eine Umfrage in der Europäischen Union, dass 3/4 der Europäer nicht glauben, was ihnen die Atomindustrie erzählt. Im Zentrum dieser Vertrauenskrise steht die Angst vor den radioaktiven Abfällen. Also sprechen wir darüber. Diese im Juni 2000 gedrehten Bilder schockierten die Öffentlichkeit. Sie brachten das Problem mit den radioaktiven Abfällen ans Licht. An manchen Stellen ist der Meeresgrund mit aufgeplatzten radioaktiven Fässern bedeckt. Was enthielten sie? Die gefährlichsten Abfälle entstehen im Reaktorkern. Als Energieträger werden Verbindungen von Uran, einem radioaktiven Erz, im Reaktorkern platziert. Uran ist der Brennstoff eines Reaktors. In diesen Brennstäben werden die Urankerne gespalten, die Kernspaltung. Die Kerne der Uranisotope werden von Teilchen, den Neutronen, getroffen und gespalten. Dabei setzen sie sehr viel Energie frei. Die Brennstäbe werden heiß und im Reaktor wird Wasser zum Kochen gebracht. Turbinen produzieren dann Strom. Nach einigen Jahren sind die Brennstäbe abgebrannt und müssen ausgetauscht werden. In Wasserbecken kühlen sie mehrere Jahre ab. Aus ihnen ist radioaktiver Abfall geworden. Im Innern der Brennstäbe sind neue Elemente entstanden. Gase und Metalle, die manchmal seltsame Namen erhalten haben.
Plutonium, Cäsium, Americium, Krypton und viele andere. Ihre Lebensdauer reicht von wenigen Sekundenbruchteilen bis zu mehreren Millionen Jahren. Mike Tomsley war an allen Kampagnen gegen das Versenken von Atommüll im Meer beteiligt. Wir fuhren zum Cascade-Graben. Der liegt nicht weit weg von La Hague, zwischen La Hague und den Kanalinseln. Ganz in der Nähe wird Fischfang betrieben und sind beliebte Badestrände. Was haben Sie auf dem Grund entdeckt? Verrostete Atommüllfässer. Sie waren hinüber und sie waren leer. Wir sahen, dass sich in ihnen Meereslebewesen wie Aale und andere Fische eingerichtet hatten. Da fragt man natürlich, wo ist der Atommüll geblieben? Antwort: in der Umwelt. Gleich zum Menschen zurückführt. Er könnte auf ihrem Teller landen. Die strahlenden Teilchen lagern sich dann an den Organen an. Das nennt man Kontamination. Strahlung bedeutet einen Beschuss durch Teilchen. Beim Eindringen in den Körper zerstören sie die DNA-Moleküle. Ist die Strahlenbelastung schwach, kann der Körper die DNA manchmal reparieren. Ist die Strahlung jedoch zu stark, schafft er das nicht mehr. Die zerstörten Moleküle können dann Krankheiten des Verdauungstrakts, des Herz-Kreislauf-Systems oder, noch schlimmer, Krebs oder genetische Anomalien auslösen. Jedes Ausbringen von radioaktiven Teilchen in die Umwelt kann also schädlich sein. Ging die Atomindustrie üblicherweise so vor? Alle haben das so gemacht. Die Briten, die Franzosen, die Amerikaner, die Russen, die Japaner. Die gesamte Atomindustrie entledigte sich ihres Mülls, indem sie Fässer ins Meer warf und alles Mögliche ins Wasser pumpte. Damals hat kein Hahn danach gekräht. Die Ozeane galten schlicht als die größte Mülltonne der Welt. Die Zahlen der Internationalen Atomenergieorganisation sind aufschlussreich. In weniger als 50 Jahren haben die kernkraftnutzenden Länder mehr als 100.000 Tonnen Abfall in die Ozeane versenkt. Davon allein die Briten 80%. Und die Schweiz, die gar keine Küste hat, kommt auf den zweiten Platz. Viele Jahre galt Hanford als streng geheim. Niemand durfte wissen, wie oft es zu einem Leck oder einem Brand kam, welche Probleme auftraten und wie viel Strahlung die in der vorherrschenden Windrichtung gelegenen Ortschaften abbekam. Hier ging es um Rüstung. Der entstandene Müll interessierte niemanden. Außerdem stand hier sauberes, kühles Wasser aus dem Fluss zur Verfügung, mit dem der Reaktor gekühlt werden konnte. Das Wasser floss über die Brennelemente hinweg und dann zurück in den Fluss, der infolgedessen stark kontaminiert wurde. Wussten die Leute, dass Atommüll in die Umwelt gelangte? Natürlich nicht. Das war alles streng geheim. Es gehörte zum sogenannten Manhattan-Projekt der US-Streitkräfte. Am Grund des Columbia River befindet sich noch immer eine Schicht radioaktiver Ablagerungen, die niemand entfernen kann und die das Wasser weiter verseuchen. Am schockierendsten ist dieser Filmausschnitt, den wir gefunden haben. Damals erlaubten die Verantwortlichen des Geländes den Familien von Hanford, den Fluss zu nutzen, ohne sie über die Gefahr zu informieren, der sie ausgesetzt waren. Schon 1943 ließen die Ingenieure von Hanford 170 riesige Betontanks bauen, um die gefährlichsten radioaktiven Abfälle zu lagern. In jeden passt ein Mehrfamilienhaus. Diese Tanks wurden im Boden vergraben, um die Risiken zu verringern. Diese Lagerlösung sollte ein Provisorium sein. Unglücklicherweise entdeckten die Ingenieure in den 80er Jahren, dass 60 Abfalltanks leckten und das Grundwasser verseuchten.
Heute bleiben noch 200 Millionen Liter hochradioaktiver Brühe, die man schnellstens unschädlich machen muss. Im Innern der Tanks platzierte Kameras zeigen sie uns. Es ist eine immense technische Herausforderung, die Tanks zu leeren. Eine Fabrik, um die Abfälle in Glas zu gießen, ist im Bau. Inzwischen geht die radioaktive Kontamination unter den Tanks weiter. Die Befürchtungen von Alan Bolt sind keine Einbildung. 2002 vermerkt ein offizieller Bericht für das amerikanische Energieministerium, dass sich in den Fischen des Columbia River Strontium-90 ein radioaktives Element befindet. 13 von 15 der am Gelände geangelten Fische sind kontaminiert. Verzehrt man sie regelmäßig, vervielfacht das die Wahrscheinlichkeit, Krebs zu bekommen. Am 29. waren alle Schüler auf den Feldern, als plötzlich gegen 4 Uhr eine starke Explosion zu hören war. Die Alten, die den Zweiten Weltkrieg miterlebt hatten, dachten, ein Krieg hätte begonnen. Denn die Explosion ließ regelrecht die Erde beben. Dann sahen wir von Ruskaya Karawolka aus, wie der Himmel sich verdunkelte und verfärbte. Über den ganzen Himmel erstreckte sich das. Die Anwohner wussten nicht, dass ein Tank mit hochaktivem Atommüll wegen einer Panne des Kühlsystems explodiert war. Die Kraft der Explosion entsprach der von 75 Tonnen TNT. Radioisotopen wurden in über einen Kilometer Höhe geschleudert und kontaminierten knapp 15.000 Quadratkilometer. Mehr als 200 Personen starben sofort und schätzungsweise 270.000 wurden der Strahlung ausgesetzt. Dieser Atomunfall ist weltweit der schlimmste vor Tschernobyl. Aber alles wurde geheim gehalten. 2 Tage nach der Katastrophe kamen die Kolchose-Arbeiter wieder in die Schule und holten die Kinder zur Arbeit auf den Feldern. Wir mussten uns aufstellen. Sie sagten uns, die Kolchose brauche wieder unsere Hilfe bei der Ernte. Sie nahmen auch die Kleinen mit, die Erstklässler. Als wir hinkamen, sahen wir, dass ringsum Gräben ausgehoben waren. Das hatten sie wohl mit Traktoren erledigt. Die Leute aus der Kolchose, die uns Schüler betreuten, sagten, werft die gesamte Kartoffelernte in die Gräben. Erklärt wurde nichts. Die Lehrer fragten, warum sollen wir denn alles verbuddeln? Es hieß nur, die Ernte sei nicht essbar, sei verseucht. Aber womit? Das hat uns niemand gesagt. Es gelingt uns nicht, eine genaue Bilanz der Katastrophe zu bekommen. Es gibt Untersuchungen, aber deren Zuverlässigkeit ist nicht belegt. Kein Krebsregister ermöglicht es uns zu erfahren, wie die Auswirkungen auf die Gesundheit der Dorfbewohner waren. Die Gegend ist durch den Unfall stark gezeichnet und 800 Quadratkilometer kontaminiertes Gebiet sind gesperrt. Das Gelände von Mayak und die dortigen Aktivitäten bleiben geheim. Das sind ein paar Aufnahmen, die eine Gruppe Journalisten in den 90er Jahren machen konnte. Die durch die Perestroika gewonnene Transparenz hatte es ihnen ermöglicht, das Gelände zu betreten. Was sie dort entdecken, ist apokalyptisch. Von Anfang an leiten die Plutoniumfabriken dieses gigantischen Militärkomplexes ihre flüssigen Abfälle in Seen, die zu riesigen Speicherbecken unter freiem Himmel werden. Der Karachai-See ist so gefährlich geworden, dass die Behörden beschlossen haben, ihn zuzuschütten. Eine heikle Angelegenheit, die ein Journalist von ITN kommentiert. We're taking a load of rocks down to Lake Karachai now. We've just loaded up at the dump. We're in a lead-lined truck. The glass is lead. There's lead all over the roof, down the sides, 5 tons of it and all. Yet with all this shielding, we're told we've got to be down there, we've got to get the rocks off and back in about 12 minutes. Because the radiation down here by the lake is so high.
Der Karachai-See ist einer der am stärksten radioaktiv verschmutzten Orte der Erde. Nähern sich die Fahrer dem Wasser, ist die Strahlung so stark, dass sie in höchstens 3 Minuten ihre Ladung Steine abgekippt haben müssen. Heute ist der Karachai-See zugeschüttet. Um die radioaktiven Abfälle zu lagern, die der Komplex weiter produziert, haben die Ingenieure andere, größere Seen graben lassen. Immer noch radioaktive Speicherbecken unter freiem Himmel. Aber der Abfall ist stärker verdünnt. Wir entdecken jedoch, dass die Abwasserbecken bei der Quelle liegen und den Hauptwasserlauf der Gegend kontaminieren, die Tetscha. Sie versorgt zahlreiche Dörfer, bevor sie in den Ob mündet. Der ganze Bovo bleibt nichts anderes übrig, als hierher zu kommen, in der schwachen Hoffnung auf Heilung. Wir halten uns wirklich wie Versuchskaninchen. Für die Bombenbauer gibt es ein Denkmal und für uns Grabkreuze. Bei uns in Musuljumovo wird täglich jemand beerdigt. 5, 6 Friedhöfe sind schon belegt. Sehen Sie sich die mal an. 6 Friedhöfe, alle voll. Letztes Jahr ist mein Sohn an Krebs gestorben. Am 21. Juni wäre er 48 geworden. Sie hätten uns längst informieren und umsiedeln müssen. Wir leben wie Versuchskaninchen. So sehen die uns offenbar. So sieht's aus, unser Schicksal. Heute nicht evakuiert ist. Ein paar Tage später beweisen zusätzliche Untersuchungen, dass die Sedimente der Tetscha stark durch die giftigsten Radioisotopen kontaminiert sind, Plutonium 239 und 240. Sie liegen bei mehr als 2200 Becquerel pro Kilo. Dabei sollten es null sein. Plutonium ist der Kernsprengstoff einer Atombombe. Die militärischen und zivilen Nuklearanlagen haben eines gemeinsam. Sie produzieren zwangsläufig radioaktiven Abfall, den sie zum Teil in die Umwelt leiten. Auch Frankreich hat eine Nuklearanlage. Die Wiederaufbereitungsanlage von La Hague ist von der gleichen Bauart wie die von Mayak. Yannick Rousselet von Greenpeace untersucht seit 20 Jahren den Einfluss dieser Anlage auf die Umwelt. Wir sind hier genau oberhalb der Stelle, wo das Abflussrohr für Atommüll der Anlage von La Hague rauskommt. Direkt hinter mir ist die Kojima-Anlage und dieses Rohr führt ins Meer, verläuft 4,5 Kilometer lang und mündet 1700 Meter vom Ende der Landspitze von La Hague entfernt. Hier drunter fließen durch dieses Rohr jedes Jahr mengenmäßig 33 Millionen 200 Liter Fässer an radioaktivem Abwasser ins Meer. Wäre das alles in Fässern, wäre es seit 1993 verboten, sie ins Meer zu werfen. Im internationalen Abkommen von 1993 war es verboten worden, radioaktive Abfälle ins Meer zu werfen. Aber nur von Schiffen aus. Auch wenn es paradox klingt, die Einleitung durch unterirdische Leitungen ist weiterhin legal. Durch das Rohr aus der Fabrik von La Hague fließen täglich 400 Kubikmeter radioaktive Abwässer in den Ärmelkanal. Manche Isotope wie Jod 129 kann man in Deutschland im Regen und sogar noch in der Arktis messen. Greenpeace hat diese Tauchmannschaft bei der Entnahme von Proben gefilmt. Die Analysen im Labor der CRIRAD zeigen, dass an manchen Stellen der Meeresboden zu wahrem radioaktivem Abfall geworden ist. Aus diesem Rohr kommen Cäsium, Kobalt und andere Isotope, die man dann in der gesamten Nahrungskette findet, in den Algen, den Krusten und den Weichtieren. Man versteht die Verlegenheit dieser Angestellten von Areva. Seit ihre Fabrik besteht, verlangt man von ihnen verbale Verrenkungen. Sie müssen zugeben, dass dieser Betrieb radioaktiven Abfall in die Umwelt freisetzt
ohne das Wort Kontamination verwenden zu dürfen. Es gibt nur Spuren. Es nie eine Erhöhung der Krebserkrankungen geben. Nach 5 Jahren merkten sie, dass es eine wahre Epidemie von Schilddrüsenkrebs bei kleinen Kindern gab. Und sie mussten zugeben, dass ihr Modell falsch war. Auch um die Atomanlagen wendet man ein Risikomodell an, das nicht repräsentativ ist. Um La Hague herum gibt es sehr wohl einen Einfluss durch Kontamination auf die Umwelt. Und sehr wahrscheinlich hat das gesundheitliche Auswirkungen. Mit dem Endmüll kann man nichts machen. Aber das Plutonium kann man wiederverwerten. Es enthält unwahrscheinlich viel Energie. Es wird mit Uran gemischt zu einem neuen Brennstoff, MOX. Dieser Brennstoff wird wiederverwertet und speist zu großen Teilen etwa 20 Kernkraftwerke in Frankreich. Doch der größte Teil des bei der Wiederaufarbeitung gewonnenen Materials ist Uran. Es stellt 95% des Abfalls dar. Neuigkeiten. Juri Subkov wird unsere Fragen beantworten. Er leitet die Abteilung für Sicherheit und Strahlenkontrolle der Stadt Tomsk. Wir sind nicht berechtigt, nach Tomsk zu fahren. Deshalb möchten wir Ihnen ein paar Fotos zeigen und Sie bitten, uns die Bilder zu erläutern. Ja, das ist die Stadt Seversk. Das sind wohl die Lagerungsstätten. Ja, das sind sie. Ja, dort werden die Behälter mit dem Uranhexafluorid gelagert. Ist das sicher? Wird es wohl sein. Wäre eine Überdachung notwendig, hätte man sie gebaut. Und es besteht keine Gefahr für die Umwelt, für die Gesundheit? Nein, da passiert ja nichts. Es gibt keinerlei Emissionen. In Frankreich wenden wir uns wieder an EDF. Schließlich bestätigen sie die in Russland entdeckte Information. Die Tails, also das Uran, das nach der Abreicherung übrig bleibt, lässt man in Sibirien und es wird Eigentum der Russen. Es repräsentiert 90% des Materials. Das ändert das Recycling-Ergebnis. Bei der Anreicherung des Urans werden 90% davon nicht wiederverwendet. Also sind nach der Wiederaufarbeitung nur 10% des Materials wiederzuverwenden. Das ist von den von Areva proklamierten 96% weit entfernt. Mit dieser Zahl nämlich stellt Areva Kernenergie als erneuerbare Energie dar. Zudem geht diese minimale Wiederverwertung einher mit gefährlichen Transporten, Umweltverschmutzung und radioaktiven Emissionen in die Umwelt. Die Entscheidung für die Wiederaufarbeitung ist also fragwürdig. Nur 3 Länder weltweit verfahren so: Frankreich, England und Japan. Das heißt aber nicht, dass die anderen das Abfallproblem gelöst hätten. In den Vereinigten Staaten werden die verstrahlten Brennstäbe in verstärkten Containern neben den Kernkraftwerken gelagert. Diese Praxis finden viele Umweltschützer besser. Mit ihr vermeidet man Manipulationen und Transporte. Aber die billigste und weltweit am weitesten verbreitete Technik besteht darin, die verstrahlten Brennelemente einfach in großen Becken zu belassen und auf eine mögliche Lösung zu warten. In Deutschland und in der Schweiz hält man die Aufbewahrung in Wasserbecken wegen möglicher Flugzeugabstürze oder Terrorakte für zu riskant. Insbesondere in Deutschland hat man die abgebrannten Brennelemente größtenteils in Trockenlager gebracht. Die Behälter werden dort in Hügel eingelagert oder man errichtet um sie herum massive Betonbauten, die einen Flugzeugabsturz aushalten, sodass keine Radioaktivität entweichen kann. Unsere Regierung weigert sich in gleicher Weise vorzugehen, hauptsächlich wegen der Kosten. Im französischen La Hague hat man ja, wie Sie wissen, Flugabwehrsysteme aufgestellt. Notfalls will man ein Flugzeug abschießen. Aber hier in den Vereinigten Staaten wurden bisher keinerlei Vorkehrungen getroffen. Mindestens 450 Becken mit radioaktiven Abfällen sind über alle nuklearisierten Länder verteilt. Jedes Kernkraftwerk und jede Wiederaufarbeitungsanlage haben mindestens eins. Das bedeutet 450 hochsensible, zu überwachende Orte. Die mit dem Atommüll verbundenen Gefahren erweisen sich als immer größer.
Die Industrie verbessert ihre Schutzsysteme, zum Beispiel beim Transport. Aber der internationale Terrorismus sorgt für Risiken, die wir uns vorher nicht vorstellen konnten. Das Problem der radioaktiven Abfälle weitet sich aus. Est-ce que vous confirmez le choix nucléaire? Savez-vous quelle est la part du nucléaire dans la consommation d'électricité en France? Oui, mais est-ce que vous le confirmez le choix? Quelle est cette part? Le choix. Nous avons, madame, grâce au nucléaire, une indépendance sur l'électricité de la France vous à hauteur de la moitié. Vous défendez le nucléaire, mais vous ignorez la part non, du nucléaire. Alors non, de combien est-il? Nous avons la moitié de notre électricité qui est d'origine nucléaire. Non. 17% non, seulement. Ce n'est pas exact. 17% ce n'est pas exact, seulement. Madame. De l'électricité ce n'est pas et d'origine exact. Nucléaire. Non, madame, ce n'est pas exact. Est-ce qu'on continue le choix du nucléaire ou est-ce qu'on l'arrête? Du jour au lendemain, on ne va pas fermer les centrales nucléaires. Donc vous confirmez l'EPR? En revanche, non, je suspends l'EPR dès que je suis élu. C'est-à-dire que vous suspendez les nouvelles centrales, c'est-à-dire que vous prolongez les vieilles. Mais l'EPR n'est pas une nouvelle, n'est pas une centrale. Bien sûr. Mais vous mélangez tout. L'EPR est un prototype. Non. Le père est le prototype de quelle génération? Ce n'est pas un prototype, c'est la quatrième génération. Non, c'est la troisième génération. Nous venons de le vendre à la Finlande, madame. Il faut que les Français comprennent. Il faut que les Français comprennent. Die Franzosen müssen begreifen, aber niemand erklärt ihnen. Stellen Sie sich vor, die Ägypter hätten Atommüll gelagert. Wer würde sich heute darum kümmern? Ich halte es für ziemlich wahnsinnig zu glauben, dass man die Zukunft der Menschheit über solche Perioden planen kann. Quand on regarde le passé de l'histoire humaine, quand on voit les changements, les bouleversements et tout ça, pour moi, c'est un peu. Ich finde das ziemlich wahnsinnig.